nach jetzt etwas doch kurzfristigerer Ansage von Bondoktors geht jetzt hier der Gigabyte Cup Bondoktors gegen Vic los. Und ich muss jetzt ins Spiel setzen. Es hat jetzt 30 Minuten vorher angefangen, dementsprechend sind wir hier ein bisschen zu spät. Bondoktors haben sich alle Doktor genannt, finde ich auch schön als Clan-Tag, was die Vic voll als Name bedeutet, kann ich leider euch nicht sagen. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall beginnt jetzt so ziemlich ein Streamabend. Da wird noch hier ein bisschen länger was los sein. Von daher freue ich mich, falls jemand einschaltet, was aber 2 Minuten nach Streambeginn wahrscheinlich etwas unwahrscheinlich ist. Anyway, wir haben das hier mal weg. Noch passiert erstmal hier nichts, von daher mal reingucken. Wir haben auf der ersten Seite die Bondoktors mit dem Timbersaw Offlane. Witch Doctor, Pugna und Chaos Knight auf der Tri-Lane und Viper in der Mitte. Das Lineup, was ich jetzt das 4. Mal in Folge von den Bondoktors gesehen habe, von daher für mich hier nichts Besonderes. Das spielen sie am liebsten und machen sie weiterhin. Vic auf der anderen Seite haben einen Gyro, Silencer und Earthshaker Tri-Lane auf der Top-Lane. Einen Razor in der Mitte gegen den Viper, eine sehr gute Wahl. Und unten ein Nature's Prophet, der gegen die Tri-Lane von Bondoktors G stehen soll. Gut. Ja. Und wie es bisher läuft, sehen wir uns jetzt an. Okay. Die Safe-Lane funktioniert relativ gut. Auf der Seite von Bondoktors. Der Rest ist... Ja, die Mitte gewinnt Razor. Und ansonsten gibt es wohl noch keine Unterschiede, außer... Ja. Beide Offlaner haben 0-0. Levels her haben die Offlaner Nature's Prophet mit Level 2 und Timbersaw auch Level 2. 3 Minuten in. Für beide Lanes funktioniert es relativ gut. Allerdings hier Double Damage auf der Viper. 120 Damage gesteed und trotzdem noch Damage gemacht. Allerdings nur 7. Gut. Bitter. Tatsächlich macht das Q Poison Attack mehr Damage over time. Ja, es macht Damage, 10 Damage over time. Ich weiß nicht, ob 2 Ticks macht, aber jedenfalls macht es tatsächlich fast mehr Damage als der Auto-Attack hier von der Viper. Sehr interessant. Aber gut. Halb 8 Gogo, ja. Ich glaube, Team Secret wird gleich spielen. Das wäre auch ganz interessant. Aber egal, erstmal hier eine Pause. Die auch schon gleich weitergehen sollte. Genau, Team Secret spielt in 54 Minuten, von daher haben wir noch genug Zeit. Denn das, glaube ich, will ich mir auch angucken. Gerade AS gegen Navi. AS, was war AS? Album Sheet. What? Okay, kenne ich jetzt nicht so direkt. Gut, weiter im Spiel. Razor musste die Salbe nehmen. Viper's Double Damage hält immer noch und wird jetzt erstmal Lane Dominance nehmen, kann aber jetzt hier wieder rausziehen. Zieht sich schöne 56 Damage. Nice. Und damit gewinnt der Razor natürlich, oder hat natürlich den Vorteil, denn das ist das, was den Razor ausmacht. Static Link auf der Lane, in der 1-on-1 Lane ist verdammt schwierig gegen zu spielen. Warding ist jetzt, von Bondoktors ist der Ward hier unten gesetzt. Hier oben wurde wohl dewardet, wenn man die 2 Wards hier sieht. Ich bin mir nicht ganz sicher wie. Okay, Prophet kommt hier rein, also wollen sie hier richtig Go machen. Allerdings ein bisschen zu spät, aber sie schaffen es doch noch. Die Frage ist, genau. Er kommt immer noch aus der XP-Reichweite von den Supportern, von daher kriegt nur der Gyroling Kill, denn das er mit der Rocket macht. Level 1 Rocket. 50, ja gut, Max Damage 110. Das ist schon genug für ein Level 2 oder 3 Timbersaw. Level 2 Timbersaw. Macht erstaunlichen Damage dann doch noch. Prophet war jetzt. Prophet muss schon in den Wald. Mal gucken, ob der Bondoktors jetzt hier aus dem Vorteil quasi pushen wollen. Oder ob nicht. Immerhin nicht gestorben, aber hat gesehen, er kriegt hier gar nichts. Ist Level 2, glaube ich, auf der Lane gewesen, bevor er in den Dschungel gegangen ist. Wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Timbersaw hat die Möglichkeit natürlich nicht. Versucht hier einen Pull-Through zu machen, was aber wesentlich zu spät ist. Da der Pull-Through, glaube ich, hier gemacht werden muss. Wenn die Creepwave direkt am oberen Rechteck des Towers ist. Gut, mal schauen, ob Prophet jetzt vielleicht runter auf die Lane kommt.
Ist es ein Degenbild? Boah, nee. Was? Nee. Junge, was beißt? Was kaufst du da? Okay, weird, aber not unheard of, glaube ich. Da sahen die Fischer sogar noch besser für ihn aus. Man sieht hier, Timmerson muss doch sehr, sehr oft seine Timberchain spammen. Das ist halt das Schöne, dass er dann doch eher der bessere gegen den Silencer ist, weil er eben doch die relativ wenigen Manas, wenig kostenden Mana-Spells hat. Tidehunter wäre natürlich mit dem Anchor Smash Level 30 Mana noch besser. Aber der Timmerson kommt doch auch relativ gut dagegen weg. Außerdem ist es halt ein Curse 1. Vielleicht jetzt 2? Nee. Okay. Wird natürlich Last Word geskillt, was auch wesentlich mehr Damage ist und daher besser ist. Prophet ist wieder auf der Bottomlane. Hat sich jetzt ein Level im Dschungel geholt. Mal schauen, ob es ihm bringt. Hat auf jeden Fall jetzt die Trees. Wobei, ne, ich glaube. Bin mir nicht sicher. Ja, die Trees hat er schon vorher, klar. Ist klar. Hatte dann noch Sprout auf Level 2, auf Level 3 geskillt. Earthshaker versucht mit der Invis-Rune in der Mitte was zu tun. Hat wenige Leben, könnte sich schlechte Fehler entgehen, außer mit Level 6. Aber trotzdem, wenn der Block kommt. Die Ward hier verlieren sie jetzt, aber das ist nicht so schlimm. Dürfte auch wahrscheinlich nicht so nicht gesehen werden. Aber Bornoch das pushen jetzt hier unten. Mit den Punkten auf jeden Fall eine gute Wahl. Die Frage ist, ob der Prophet da irgendwas tun kann. Er kann versuchen, mit den Trees die Creeps wegzuziehen, was ihm jetzt halt nur mit zwei Creeps gelungen ist. Ach ne, das ist wieder ein Buggy Creep, also mit einem Creep gelungen ist. Aha, auf jeden Fall. Joa. Dreiviertel Damage. Wird auf jeden Fall im nächsten Push jetzt hier. Ja, der Tower wird down gehen. Allerdings hätte sich der Prophet vielleicht mal aufpassen sollen, dass er hier nicht zu schnell geht. Wird jetzt hier down gehen. Haben viel zu viel Damage mit dem Maledictor zusammen. Und Tower lastet. Oh, Glyphe raus. Glyphe? Oh oh. Eventuell ein Missklick hier. Aber TPs kommen rein. TPs kommen rein. Earthshaker ist drin. Versucht hier den Chaosnet tot zu bekommen. Schafft es nicht. Razor kommt von unten. Chaosnet muss jetzt hier aufpassen. Witchdog ist wahrscheinlich tot. Wird es hier sein? Die Frage ist, ob sie noch was bekommen. Sie versuchen unbedingt den Chaosnet zu bekommen. Der hat kein TP. Sprouted hier. Last wird es auch der Silencer da und ja, der CK muss jetzt hier aufpassen. Muss einmal komplett rumlaufen. Oder sich vielleicht zum Tower zu denyen, hat 55 Leben, hätte sich vielleicht zum Tower denyen können. Hat aber hier die Chance, hierher wegzulaufen und ich glaube, das schafft er auch tatsächlich. Somit ein 2 zu 1 Trade plus Tower. Das ist wesentlich besser für die Bonn, das gelaufen, als es am Anfang hatte ausgesehen. Und ja, da kommen sie nochmal mit dem blauen Auge weg, weil die Rotations und auch die Glyphe waren sehr gut hier. Hat zumindest dafür gesorgt, dass die Warnockers weiter am Tower hin bleiben mussten. Und somit haben sie zwei Kills dann noch abgestoppt für den Tower, der eigentlich klar war. Dass Prophet da ein bisschen zu nah dran war, war die Schuld von Prophet. Aber sie haben tatsächlich noch das Beste draus gemacht. Und die Glyphe war well used. Wer passiert hier vorne? Eventuell wird das ein Bait. Vielleicht haben sie gesehen, dass der Ward hier ausgelaufen ist, glaube ich aber eher nicht. Und auf jeden Fall sind sie hier dahinter gesmoked und versuchen jetzt den T1 Tower weiter zu pushen. Hm, okay. Am Fenster klopft es, im fünften Stock. Aber ich glaube, das war unten. Stockwerk drunter. Chaos Knight sieht hier jetzt den Earthshaker. Earthshaker wird davon kommen, weil er mehr Movement Speed hat. Nein. Aber jetzt wird natürlich. Dieses Reality Rift Juking ist so dermaßen schlimm, dass es halt richtig schwierig ist, da irgendwie gegen anzukommen. Irgendwie in 1 Sekunden Duration. Und in der Zeit musste ich einfach kurz einmal verstecken und das Ding ist weg. Definitiv. Okay. Vic versucht hier in der Mitte jetzt zu goen wieder. Ein TP nach dem Tower Tod. Cordon ist da. Witch Doctor muss jetzt hier aber aufpassen. Wird vom Gyro noch nicht ganz gecleant. Aber nicht, das Prophet tötet jetzt hier dann den Witch Doctor. Jetzt sind sie 2 zu vielen. Okay. Das Poison tötet noch den Gyrocopter, aber Razor mit einem Double Kill hier jetzt 1 zu 3 getradet. 2 Supports in die Mitte für einen Carry und einen Tower. Das ist relativ even. Auf jeden Fall gibt es aber jetzt wirklich den Vorteil, hier den T1 zu pushen. Was gegen den Pugner Viper Lineup natürlich meistens schwierig ist. Naja, hat hier wohl wirklich einen kleinen Vorteil schon noch daraus genommen. Restlichen Supports müssen zurück zur Base. Earthshaker, not sure, aber immerhin. Und na gut, Bondoctors TPen halt wieder in die Mitte und holen sich den
lassen Narvik nicht weiterkommen. Und ja, es steht 2 zu 6 doch für Vic, weil sie definitiv die besseren Rotations gerade haben. Mech auf Viper, Mana Boots und doch noch die Portraits hier auf dem Nature's Prophet. Ist ja gut, Faceboots sind mehr beliebt, wenn er doch eher eine Solo-Lane hat. Daher Portraits hier wahrscheinlich eine gute Wahl. Und Bondoktors machen direkt weiter und gehen oben auf die Lane. Noch relativ aggressiv rein, immer der Punkt nach vorne hin. Und Vic rotate wieder. 3 zu 3 jetzt hier. 4 zu 3 jetzt hier. Und beide Teams tänzen so ein bisschen umeinander her. Mal schauen, haben jetzt hier den Gyro alleine gefunden, aber sie haben halt auch keine Control mit dem Lineup. Also außer den Chaos Knight, und der ist halt gerade nicht da. Ist halt so ein bisschen das, was fehlt, aber wenn die Viper jemanden findet, der zu weit draußen ist und nicht weit weglaufen kann, das ist auf jeden Fall ziemlich gut dagegen. Andererseits ist es halt auch mit der Viper ziemlich stark zum Zonen. Der Master klingt hier einfach die Büsche, um einen guten Fight zu haben. Vic kommt, rotiert hier mit dem Earthshake von hinten, aber der Tower ist halt schon wieder tot. Sie gehen in den Tower und dann bleiben sie zu lange da und werden engaged. Jetzt 4 zu 4, allerdings stehen sie zusammen. Was gegen das Lineup? Oh, von Vic zu Fischer auf 3, schön gemacht hier. Die Rocket ist draußen. Die Frage ist, oh, das Ulti vom Prophet hier macht sehr viel Damage. Und schon wieder. Timmerso wurde gefunden. Viper wurde gefunden und Puckner steht doch ein bisschen zu nah dran. Und 4 zu 1 diesmal der Trade. Es wird immer einer mehr. Bondoktors kommt da nicht schnell genug raus. Und werden da doch gecatcht. Und mit dem Prophet werden sie wahrscheinlich jetzt den Top-Tier-1 bekommen. Bottom farmt Zalok weiter. Midas ist da. Klar, die Vic hat sehr viele Late-Game-Möglichkeiten. Und da ist eine Midas schon sinnvoll. Sonst wird Prophet wahrscheinlich auch bald auf eine Midas gehen wird, eventuell. Ich weiß nicht, Doppel-Null-Talisman sieht auf jeden Fall aus. Sie haben halt erkannt, dass sie Mid-Game fighten müssen. Von daher nehme ich an, dass es halt hier auch einfach nur um doch Mid-Game da zu sein. Ich meine, das sind plus 12 Damage. Quatsch, das sind doch, ja. Für Prophet sind das 9, also plus 18 Damage. Von daher nicht zu unterschätzen. Außerdem halt noch ein bisschen Stärke und so, wie auch immer. 3, 6, 30, 30 mal 6, ja. Sind das also dementsprechend fast. Aha, okay. Mathe ist zu schwer. Ach, jetzt, wenn man gerade in der Uni sitzt. Das sind 29 mal 6, dementsprechend knapp 150 Mana Leben, was halt auch noch sinnvoll ist. Auf jeden Fall besser als zwei Bracers. Aber naja. Nicht drauf nageln lassen, einfach weiterreden, ne? Razer hat jetzt hier mehr Lastet so langsam als die Viper doch. Sie pushen halt ziemlich viel, dafür gibt es wenig Lastet und wahrscheinlich die XP-Grafen dürften auch weiter runtergehen, ja. Das sehen wir hier, sind halt 4-Man-Pushes. Ihr Gold sieht doch dafür, dass sie jetzt schon 3-Tower-Vorteil haben, okay, 2-Tower-Vorteil haben, ist relativ miserabel für Mondoktors hier aus. Da müssen sie aufpassen, dass sie da nicht schnell zurückfallen. Andererseits liegt es natürlich auch nur in den Teamfights. Von daher ist das hier noch nicht. Es ist halt ein guter Teamfight und Bondoktors können die 2 Tower holen und sind da wieder vorne. Wurden jetzt hier aufgedeckt. Hätten sie auch eigentlich gesehen. Schöne Fischer, da dürften sie nicht mehr rankommen. Außerdem hatten sie halt wieder nichts, um halt irgendwie halt eigentlich ranzukommen. Klar ist CK da, aber CK ist ein relativ schlechter Chaser, weil ja, Relative Rift hat eine relativ große Range. Aber wie man gesehen hast, das Juken ist super einfach. Und da ist da halt eher weniger was zu machen. Und wo Bondock das jetzt hingehen wollen, sie gehen auf jeden Fall nach oben, es wurde hier dewardet. Wird direkt Counter gedewardet. Und ja, vielleicht stellen sie den nächsten Ward vielleicht eher hier oder hier hin. Dass der nicht so schnell dewardet wird. Gerade hier. Fast. Global Silence, nein. So, Global Silence ist hier in der Basis noch, ist keiner tot. Aber definitiv
ja, Warnoctis versuchen hier wegzukommen, manche fighten noch. Einer der besseren Fights, obwohl nichts passiert ist für die Warnoctis hier, dass sie dann noch mit einem blauen Auge vorbeikommen. Mein Global Silence wurde geused und Warnoctis laufen. Ganz schnell weg. Und ja, vielleicht versuchen sie es halt gleich nochmal ohne den Global Silence. Wäre auf jeden Fall eine gute Variante hier. Prophet pusht unten. Wird aber direkt vom Chaos Knight unterbrochen. Eine Tower sollte, ist auf jeden Fall in Deny-Range. Mit den ganzen Trees muss Chaos Knight da aufpassen, dass er den noch denied bekommt. Aber wie es aussieht, ist es eine doch einfache Sache. Tower Deny für Warnoctis ist hier auch sehr gut. Also die Map-Controller nicht wirklich brauchen, wenn sie am Pushen sind. Aber was sie halt brauchen, ist, dass die Gegner weit zurück sind. Nennt so die 5er Push-Lineups sind natürlich dafür prädestiniert oder hoffen darauf, dass sie durch die schnellen Tower einen Vorteil bekommen, den sie halt weiter ausspielen und daran snowboarden können. Dementsprechend hier der Tower Deny auch wichtig, eben dass sie den Vorteil doch nicht so schnell aus der Hand geben. Ja, gucken sie sich hier nur den River an. Erstmal noch nichts, aber Chaos Knight pusht hier die Mitte ein, die Top-Lane rein. Ja, mit Top-Lane meine ich natürlich Bottom-Lane. So früh ist es doch eigentlich gar nicht. 19 Uhr. Aber egal, aber guckt euch mal die Wards an von Warnoctis. Da. Achso, ja gut, sehe ich hier nicht. Hier. Der Punkt ist, wir haben sie bis jeden... der Ward hat, glaube ich, keinen gefunden, aber jeder Ward war ein erfolgreicher Ward. Oh, seriously, es ist außer Range. Das ist bitter. Das ist bitter. Sehr, sehr knapp. Aber auch der Ward hier sieht den Ward. Allerdings sehen die sich gegenseitig nicht. Vielleicht wird er noch sinnvoll, vielleicht wird er noch benutzt, aber naja. Relativ viele Sentries. Wir haben auch hier... Vic will auf jeden Fall sicher gehen, dass sie im Dschungel nicht gesehen werden. Das haben sie geschafft, weil das halt hier nur ein Sentry ist, anstatt ein Observer. Und ja, sie kommen halt einfach mal in den Dschungel gesmoked. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft als letztes Mal. Finden könnten sie, wenn sie nach links gehen. Ja, sie haben ja den Ward. Der Ward sieht den Silencer, allerdings, ja, der Razor ist vielleicht das wichtigere Ziel. Wenn sie den Silencer, ja, wenn sie jetzt einen Silencer bekommen, dann werden sie auch easy bursten können. Das Problem ist halt nur, dass der Razor dann schnell wegdefiert, ja. Genau. Eventuell wäre hier tatsächlich der Ward gut gewesen, ihn halt nicht hier hinzustellen, für den Silencer. Ja, er hätte sich mit Global Sense getötet, aber sie wussten halt, dass da niemand war. Sondern vielleicht den Nether Ward hier hinzustellen, um halt quasi irgendwie den Bereich bis hier rum auf der Karte abzudecken, dass er nicht TP'en kann. Weil sonst wird er halt instant gespottet und Timbersaw kann relativ schnell die Bäume wegmachen und dann kann ich schnell eine Cask fliegen, um das Ding zu unterbrechen. Ja. Ist aber auch Next Level Place und hat auch keine hundertprozentige Erfolgschance, muss man dazu sagen. Prophet Split Push, der Rest macht ein bisschen Pressure, dass Warnoctis auf jeden Fall reagieren müssen. Wir spielen das halt relativ gut, dass sie auf jeden Fall immer Pressure, immer ein bisschen Druck ausüben auf die Warnoctis, dass sie halt nie diesen 5-Man-Push machen können, für den das Lander prädestiniert ist. Allerdings braucht Chaos Knight noch ein bisschen, bis er sein Hard hat. Wird hier wahrscheinlich auf den Reaver First gehen. Und trotzdem ist jetzt hier Level 11. Okay, ich dachte auf Level 10, 11 skillt halt das Phantasm, aber das wird wohl noch ein bisschen später kommen. Spätestens mit dem Phantasm haben sie da genug Damage. Jetzt finden sie den Tower, die Ward. Die Ward haben sie gesehen, weil... Okay, der stand jetzt hier. Von hier aus. Okay. Ja, und direkt auf die Top-Lane. Bisschen Dschungel mitnehmen, bisschen Quiff abschneiden. Und weiter Pressure machen. Weil Warnoctis müssen jetzt nach unten kommen. Haben zwar hier auch den Dschungel, den sie mitnehmen können, aber sie haben halt die Quiff, die noch relativ weit hinten ist. Von daher ist hier noch erstmal noch kein Druck bis hier oben hin. Und haben auf jeden Fall noch Zeit, um halt wieder hier die Quiff rauszupushen. Dass, wenn Warnoctis hier reagiert, wieder nichts zum Pushen da ist. Also machen das auf jeden Fall sehr gut hier. Und ja, bringen das Spiel immer später, wo das Wig-Lineup wesentlich besser wird im Laufe der Zeit. Sie nehmen Farm. Farm ist extrem even noch. Außer ja, Timbersaw, der doch nach dem Prophet hinten ein bisschen zurückliegt, aber das ist relativ klar. Außerdem mit dem Pugner.
hat hier ein einfaches Spiel, die Griefwaves zu holen. Was ist nächstes Smoke? Nee, noch nicht. Okay, Reaver ist da. Hood of Defiance, also demnächst eine Pipe für die Viper. Ja, Nether Blast trifft. Anyway. Jo, das sieht doch itemweise natürlich, haben die Bornoctus vielleicht bald ihr Target. Müssen sich hier, ja, Chaos Knight muss ein paar Blasts jetzt noch bekommen, dass er hier den Reckon Vitality Booster abholen kann. Das wird so erstmal nicht klappen. Ja, da fehlen noch 100 Gold. Aber, naja, bleibt noch. Ist für Nature's Prophet immer so ein Problem, aber erstens sehen sie Nature's Prophet und zweitens haben sie da zum Glück keine Ward, dass der Kurier gesnappt werden könnte. Weil das wäre relativ huge mit einem Reaver und mit einem Vitality Booster drin. Außerdem steht da auch doch so, dass er gesehen könnte. Und sollte vielleicht lässt er hier hinstellen, besonders beim Nature's Prophet in-game. Ist es halt so eine Sache. Aber ich nehme an, jetzt mit den Leben auf dem CK könnte es sein, dass Bone entweder Richtung Roche guckt oder halt auf jeden Fall irgendwas forcen will. Das Problem, was ich sehe, ist mit der Bottomlane und dem Nature's Prophet, der ständig im Splitbushen ist, wird es halt schwierig, einen T2 ohne Trade zu bekommen. Und wenn jemand zum Deffen kommt, dann sollten Vic direkt engagen. Und dann könnte es ja, sehr schnell wieder im Teamfight noch höher zu gehen. Andererseits sind wir aber auch 10 Minuten lang irgendwie jetzt 4 zu 10 so richtig. Es ist nichts mehr passiert, weil Vic das auch jetzt schon, der Prophet spielt jetzt schon sehr, sehr rattig. Was, ja, also spielt sehr, sehr rattig und sehr, sehr gut damit. Auf jeden Fall Props to Feeder, dass er da so gut dahin hängt. Und ich glaube mal, es sieht sehr, sehr gut aus für Vic, weil sie eben das auch so angehen gerade. Da rechne ich die Chancen für Vic sehr, sehr gut aus. Ausrechnen, ja doch, passt. Jo. Gesehen irgendwie die das der Open Broadcaster mit der Mikrofon Raussperre ist halt cool, wenn du so ein naja Sensitivity Ding hast wie bei TeamSpeak. Allerdings was es irgendwie tut, ist, dass es klappt, also dass es nicht klippt, sondern klackt beim Umschalten, und das ist ja ziemlich scheiße. Ja, wir gehen hier rein, finden dann doch noch den Chaos Knight, der hier getrappt wird. Und bursten eben relativ schnell down. Witch Doctor ist auch noch dabei. Ah, oh, die Chain Mists. Übel. Und dementsprechend geht der Timbers auch noch down. Sind Silence haben sie bekommen. Die Viper stand his ground mit dem Mech. Kriegt es auch noch hin. Allerdings, mehr wird dafür nicht passieren. Und ja, Team Vibe. Auf den Kosten von einem Razor und einem Silencer. Schön von Vic hier, dass sie sehr, sehr schön da doch noch alles gefunden haben, was sie brauchten. Und Bone Doctors da absolut nicht drauf vorbereitet waren. Klar, wie auch, es war ein Smoke. Aber da wurden sie doch schon stark überrascht. Und das gibt einen Free Tower. Dadurch können wir uns den Deepfeld nochmal angucken. Ja, geht halt hier rein. Global Silence ist an. Die TPs kommen sofort von den Bone Doctors. Das Problem ist, ja, dass sie die einmal hier rumgelaufen sind und da nicht so wirklich was machen konnten. Währenddessen sind hier unten alle drei gestorben. Und nur die Viper konnte hier oben noch einen bekommen. Und dann wurden sie gecleant. Von daher lief das halt relativ gut. Oh, okay, Bone Doctors halten den Tower, kriegen auch den Deny raus. Schön gemacht hier dann doch noch rein, TP'd. Und, ja. Vic lassen sich da im Gegensatz den Bone Doctors eben nicht catchen. Ah, der Ward könnte vielleicht auch gleich dewardet werden. Allerdings hat auch schon für 3 Minuten lang seinen Dienst schon getan. Und naja, Bone Doctors versucht mit dem nächsten Smoke. Die Jungs smoken ja relativ häufig. Finden sogar Roshan. Das könnte problematisch werden. Allerdings fehlt ihnen so ein bisschen der Damage jetzt hier. Oh, allerdings, wo ich das jetzt gerade sage, Death Ward ist genug. Hier der Trade vom Witch Doctor zum Gyrocopter ist super gut. Und wir sehen hier Phantasm Damage. Haut Don doch rein. Razor gegen die Viper. Aber der Punkt ist, Chaos Knight steht noch. Müsste sich hier nichts umdrehen. Wow. Oh, Miss!
Bruckner kann sich da sehr, sehr glücklich schätzen. Stirbt aber hier gegen die Elo? Nein, okay, Mana Drain, Life Drain hat er noch. Und Team Wipe in Favor of Bone Doctors. Das Ding dreht sich ja doch noch ein bisschen. Krass, dass Bruckner hier überlebt hat. Es war ein reiner Miss, sehr, sehr knapp. Okay, finden hier den Ward nicht. Aber ja, wissen auf jeden Fall, dass sie ein Ward war, weil CK hat sie gesehen mit dem Ward und direkt BKB angemacht. Das hat ihn noch das Leben gerettet, weil ohne wäre er direkt gepoppt und der Teamfight lief, würde wesentlich schlimmer gelaufen sein. Was mich überrascht hat, ist, dass der Death Ward dann doch noch so lange durchgehangen hat. Aber Global Silence kam schon raus, aber der Death Ward wurde trotzdem noch super gut gesetzt und hat den kompletten Gyrocopter getötet. Ohne diesen Damage vom ohne Damage vom Death Ward hätten sie das nie geschafft. Besonders weil CKs ist halt auch, haben wir hier gesehen, ist halt von hier hierhin gelaufen, um dem Cooldown zu entkommen. Obwohl das eigentlich mit einem vollen Heart kaum Damage gemacht hätte, besonders mit den Illus. Von daher hätte er lieber dafür sorgen sollen, dass der Gyrocopter weniger Damage macht. Besonders mit der Fleck Cannon hat er halt auch hier die oben getroffen. Naja, hätte er den Damage nehmen können. Und dafür den Gyro schneller töten können. Aber gut. Lief schon so ganz gut. 11 zu 7 jetzt. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen Richtung Even geworden. Das können wir wahrscheinlich auf den Graphen auch sehen. Ja. Huge Spike. Das Ding war in XP. Knapp 5k XP wert. Und ja, immerhin 2k Gold. Haben sie sich in dem Sinne, ja, würde ich mal so sagen, wieder ins Spiel zurück geteamfightet. Thema soll uns hier oben aufpassen. Versucht wegzukommen, der Rest versucht ihm den Weg abzuschneiden. Prophet TP'd auch, das sollte ihm. Zip. Ja, sollte er wahrscheinlich wegkommen. Ja. Aber ich habe schon gesagt, so, okay, hier, den Prophet hat er, glaube ich, die TP'n gesehen. Von daher sollte ihm das den Ausschlag geben, dass da nicht nur der Razor hinter ihm herläuft, sondern auch der Rest noch da ist. Aber. Kam er noch weg, hatte Vic nicht genug Lockdown, um ihn da zu halten. Haben halt im Prinzip nur die Fischer als Reliables dann. Und auf die Fischer muss dann halt direkt das Sprout kommen. Der auch eine gute Reichweite hat, aber keine übermäßig gute. Außerdem eine relativ lange Animation hat, die das auch nicht so super machen. Und ja. Dadurch halt ein bisschen wenig Control hier auf der Seite von Vic. Irgendwie schon mal gerne wissen, was das für eine Abkürzung ist, um da irgendwie, also Weg kann man gut aussprechen, aber irgendwie, ja, gibt bestimmt eine Möglichkeit hier, auch wieder bauen Weg. Naja gut, itemweise. Können wir gerade durchgehen? Ja, Kessnet hat nach seinem Hard GTS ein Ultimate Orb. Was? Puh. Manta? Nee. Okay, wird gerusht. Können wir so ein bisschen die Augen auf die Minimap halten, ob sie kommen wollen? Ja, sie haben mich in den Ward. Dementsprechend geht Vic hier sehr, sehr schnell wieder raus. Sehen allerdings auch. Ups, wir sind hier drin. Ah, oh, der Chaos Knight ist hier drin und holt auch direkt den Gyrocopter und den Silencer raus. Diese Illus machen way too much Damage und. Ein Echo Slam auf alle Elos, auf das komplette Team macht kaum Damage hier. Das Mech verhindert das Schlimmste quasi hier. Razor kriegt noch gerade so den Death Ward ab, dem das Damage macht, aber jetzt ist das BKB halt auch zu Ende. Fast Team Wipe hier von Bone Doctors für nur den Witch Doctor, der auch nur am Ende gestorben ist. Sie gucken hier, dass Prophet den Tower nicht jetzt straight bekommt. Allerdings Roshan sollten die Bone Doctors hier bekommen. Jetzt wird Life Drain einfach, genau, wird Life Drain. Oh, das ist übel. 50 Leben. Also, ja. Pugner hatte noch den einen Nether Blast. Den hätte er noch anhinten können. Das wäre ein toter. Ups, okay. Das wäre ein toter Snakes Prophet gewesen. Aber da war nicht schnell genug. War nicht gewesen. Außerdem halt, oh, Blade Mail ist natürlich gegen Life Drain super eklig. Das ist halt so ein, okay, das macht nichts. Dein Life Drain ist jetzt wirkungslos, du stehst halt nur da und machst nichts. Sehr schöne Item-Choice hier vom Malicious Prophet. Außerdem, ja gut, gegen Chaos ist es nicht so ganz so sinnvoll, weil er hat extrem viele Leben. Die Illus
ja, machen nicht genug Leben, um sich selber zu töten, und außerdem stirbt er viel zu schnell dagegen. Aber gegen den Rest Death Ward ist es sehr, sehr effektiv. Gegen Timbersaw halt auch, und gegen die Viper. Ja. Wenn sie auf jeden Fall dasteht, ist es gut, um noch ein bisschen mehr Damage zu verteilen. Besonders weil ein Prophet, dadurch, dass er eigentlich relativ squishy ist, doch meistens im Ziel der Aufmerksamkeit von Bone Doctors steht hier, dementsprechend schnell gefokust wird. Ja, aber so viel zu Squishy, ne? Blade Mail. Prophet hat jetzt 14 Armor, 1200 Leben durch die Power Treads. Das ist schon was. Hat hier den ersten Null-Test mal verkauft. Wird wohl doch kein Dagen-Bild, aber das kann ja noch kommen. Ist hier ein paar Treants noch hinschicken. Aber die natürlich gegen Timbersaw relativ schnell down gehen. Der freut sich über ein bisschen Erfahrung, ein bisschen. Ja, denkt ihr wahrscheinlich, dass der das Prophet Support hat, hat er aber nicht. Aber gut. Vanguard auf Timbersaw first, okay. Und jetzt dann Richtung Bloodstone. Ich weiß nicht, ja, sie haben relativ viel Physical Damage, muss man dazu sagen. Sie haben halt eigentlich kaum anderes, von daher ist der Vanguard hier eine gute Chance. Die Frage ist halt, ob er gebraucht wird. Weil ja, Timbersaw ist drin, aber Chaos Knight und Viper sind halt mehr drin. Und es wäre vielleicht schon besser, wenn Timbersaw eher den Mana hat, um die Spells zu casten, anstatt mehr Leben hat. Also mehr Survivability in dem Sinne. Wow. Split Push of Nature's Prophets. Das ist relativ strong. Wird hier wahrscheinlich auf eine Side of Ice gehen. Was definitiv hier sinnvoll ist. Da, auch wenn es nur zum Unterbrechen vom Witch Doctor Ulti ist, der ja noch keine Items hat. Wird hier auf Necro oder Portraits gehen. Wahrscheinlich auf Portraits, um halt einfach ein bisschen mehr zu beleben. Aber ja, 0-6. Witch Doctor ist halt immer der, die. Es ist halt so krass, mit 0,65 und keinen Items möchte man meinen, so, okay, Witch Doctor hat es schwer und ist jetzt nicht so. Der Punkt ist aber, Witch Doctor ist einer der MVPs gerade hier im Spiel, denn der Death Ward sitzt gut. Er ist fast immer jetzt hier Max Duration gewesen und es ist meistens genau die Damage, hat genau die Damage gebracht, die dem Bone Doctor sonst gefehlt hätten. Was halt leider blöd für ihn ist, dass er immer kurz vor dem Kill halt stirbt. Mit Witch Doctor, mit Death Ward macht man sehr viele Kills. Das Problem ist halt quasi ausschließlich vorher gestorben. Hat den Damage, also hat quasi 2000 Damage auf den Razor gemacht, ist dann gestorben und hat halt kein Kill und keine Assist bekommen und dementsprechend auch keine Erfahrung, glaube ich, bekommen. BKB hier geprockt. Schön für Bone Doctors, dass sie das noch rausbekommen hatten. Ja, vielleicht ein bisschen über. Naja, gut, eigentlich nicht. 4 Sekunden Stun in Death Ward wären Instant Kill gewesen. Unten geht es jetzt allerdings los. Die Viper hat ein Problem. Stirbt hier gegen die geballte Power von allen. Und ja, Timbersaw kann auch nicht viel tun, außer ja, sich hier mal schleunigst aus dem Staub zu machen. Andererseits ist halt das Problem mit dem Vanguard. Er muss halt drin sein, damit er quasi das Gold wieder frei bekommt. Und das ist jetzt schwierig bei so quasi clean Fights, wie sie bisher hatten. Die Fights, die Bone Doctors gewonnen hatten, waren relativ. Also, sie haben sich doch länger gezogen und Bone Doctors hat nicht gejätet. Der Rest war halt sehr, sehr clean von Vic executed. Sie kamen halt rein, haben die Targets genommen, haben sie geburstet und haben halt quasi denen, die sie jetzt erst gefunden haben, geburstet. Danach die einfachen wie den Witch Doctor und dann halt auch den Timbersaw. Und dann bringt der Vanguard doch herzlich wenig. Denn ist halt nicht dafür da, um 5-to-1 Focus Fire zu überleben, sondern halt, um mal gegen den Carry doch ein bisschen durchzuhalten und den. Und halt auch gegen so ein echtes Prophet auf der Lane zu gewinnen. Und nur weil der halt doch schon sehr gefarmt ist, dann halt gegen ihn zu verlieren. Hauptsächlich dafür ist er da. Findet ihn hier auch. Aber ja, muss man natürlich eigentlich, ja, will er nicht rein. Außerdem kann er natürlich nicht töten. Weil der Burst nicht reicht, um ihn zu töten, und der kann auch immer rausgehen, hat keinen Stun. Ja, Bone Doctors bzw. Vic versucht sich hier im Tower Trade. Bone Doctors gehen hier auf die Mitte. Vic steht sich an zu verteidigen und Nature's Prophet ist unten zu split pushen.
eine sehr, sehr effektive Taktik gegen so einen 5-Man-Push. Naja, weiß ich nicht, in wann Captain-Mode der Prophet gepickt wurde. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle... Sehr, sehr sinnvoller Pick. Ja. Ja, Chaos Knight wird sich natürlich erstmal im Tower ein bisschen ausufern, denn Hart verliert kein Leben, außerdem hat er Aegis, die jetzt in 10 Sekunden ausläuft. Und daher ist es doch relativ praktisch, dass sie nichts geworden ist, weil ich glaube nicht, dass sie in den 5 Sekunden hier noch den Tod bekommen hätten. 3800 Leben, 200 Base Damage und Eye of Skadi. Und jetzt ein Basher. Der ist richtig gefarmt. Ist top of the board mit knapp 80 Last jetzt mehr. Im Gegensatz zum Nature's Prophet, der eigentlich nur auf der Lane ist, nur die Lane pusht und dementsprechend auch extrem viele Last jetzt bekommt, aber trotzdem noch sehr weit zurück ist. Finden den jetzt hier nicht, aber immerhin könnten sie den Push abhalten. Halt hier Last jetzt, ne? Seeker ist sehr, sehr gefarmt. Von daher, wenn sie den in der Frontline haben und Phantasm rausbekommt, sollte der auf jeden Fall richtig übel zu Haus gehen. Besonders eben, sie haben halt nur Physical Damage. Und das überlebt der Chaos Knight alles. Dann haben sie noch eine Viper, die sie eigentlich auch nicht wirklich gauen wollen. Die Timbersaw ist relativ tanky. Und dann haben sie halt nur, ja, Putin und Witch Doctor. Witch Doctor wird sich hüten, irgendwo hinzugehen, was vor dem... Also irgendwie wird er halt hinten bleiben. Und Putin mit dem Decrepify kann zur Not auch ein bisschen überleben. Decrepify an, Life Drain und ohne richtige Stunts, wo sie halt nur die Fischer haben. Earthshaker hat viel Control, das stimmt, aber naja, mir auch nicht. Was? Das hat auch ein Skadi? Alter Schwede. Ja, TP'd hier direkt raus. Fischer kommt! Oh, das war ein paar Sekunden noch und direkt der Deny. Schön auch gemacht, hier zu sehen, okay, Fischer kam. Das ist ein ganz klarer Kill. Aber ja. Relativ offensichtlicheres Ding. Nature's Prophet mit dem Skadi. Das ist eine interessante Wahl. Zum Sloan oder so. Gehen jetzt hier sogar Highground. Und Lucas haben die Tower, sollten jetzt hier auch responden. Weil Razor steht hier mit einem Ulti. Born Doctors, kriegt ihr es hin? Ja, okay. Glyphe und Masterpiece. Ich dachte eigentlich, dass die Range. Ah, Hagar, es ist noch nicht ganz fertig. Von daher ist die Range für Swipe Ulti noch nicht genug, um da was zu machen. Allerdings steht jetzt hier natürlich auch der CK. Poppt das Phantasm. Und versucht jetzt sie durchzupushen. Allerdings Masterpiece, 3 TPs. Echo Slam auf alle. Allerdings! Oh, der CK macht den Damage, allerdings stirbt er dafür jetzt auch. Es war vielleicht nicht das Sinnvollste, den Prophet zu töten für den Chaos Knight. Die 770 XP für einen 300 XP. Gold für einen 300er nächstes Prophet. Das war es nicht wert, da hätte er die TPs sehen. Na ja, gut, hat er nicht gesehen, ne? Prophet kam irgendwie von hier. Der restliche TP kam von hier. Aber. Ja, Phantasm holen, Illos auf den Tower schicken und dann weglaufen wäre vielleicht dann sinnvoller gewesen. Overextension hier für ein bisschen vom Bone. Und ein wichtiger Kill für Vic, den Chaos Knight doch mal tot zu bekommen. War 5 zu 1 bis dahin bei 300 CS nach 38 Minuten. Auf jeden Fall sehr, sehr schön hier runtergefarmt. Ja, sie müssen das Problem jetzt hier wieder. Sie können einen offenen Teamfight können sie jetzt nicht mehr machen, Vic, weil der Kerzen halt zu weit ist. Oh, aber längs, wenn er halt so alleine steht, können sie natürlich easy tot bekommen. Auch mit dem Phantasm ist klar, haben sie großen Damage. Aber er hat natürlich auch den mit dem Blade Mage Fokus, das war nicht so toll. Life Drain, ah doch. Macht schon einiges an Damage. Kann aber auch jederzeit raus BKBen. Oh, finden hier den Earthshake. Oh, der ganz knapp vorher blinken kann. Und ja, verzieht sich sehr schnell. Gute Entscheidung hier. Das hätte auch noch wesentlich böse ausgehen können. Jo, and the farm continues. Erstmal noch nichts. Viper hat jetzt auch hier Ulti-Stäbchen. Damit wird die Range halt auch größer und dementsprechend auch die Initiation-Range wesentlich größer. Da sie bisher halt... Ja, sie haben keine Initiation für den Born Doctors, das stimmt. Kann den Prophet nicht wirklich catchen. Also, ja. Können natürlich einfach hinlaufen, aber für Teamfight oder so, wenn sie halt wie hier halt hinterherlaufen wollen, haben sie halt nicht die Range und die Initiation, um halt irgendjemanden zu bekommen. Das zahlt sich halt gerade aus. Wir haben ein bisschen Tower Damage gemacht.
Ja, Bornholz hat auch noch einen weiter. Allerdings, Roshan ist da. Das wird wahrscheinlich der nächste Fight. Beide Teams haben hier Wards. Fast derselben Position. Jo. Invis-Rune und alle gehen zurück. Haben wir doch hier den mit dem Board das gesehen. Von daher wird das eine relativ eindeutige Sache. Und instant alle back. Chaos Knight hat jetzt hier seine Abyssal Blade. Wird er wahrscheinlich auch kaufen. Buyback ist wahrscheinlich noch nicht so nötig. Oh. Ah, sehr knapp. Wenn er da schneller gewesen wäre. Wie auch immer. Er hat ja nicht getrödelt oder so. Er hätte schon fast den Razor bekommen können. Das wäre extrem großer Kill gewesen hier, den Razor zu bekommen. Besonders, weil er halt den Stun gemacht hätten können. Abyssal Blade kaufen. Und dann sogar quasi das BKB forcen. Hat hier mit seiner Illo-Rune doch noch jemanden bekommen. Abyssal Blade sogar dafür. Was ein Problem war, da Roshan ob ist. Und. Okay, ja gut. Sie haben halt doch gesehen, sie sind rausgegangen. Und ja, jetzt gehen sie selber rein. Zumindest Fever sollte da vielleicht nicht drin sein. Hat hier immerhin schon ein Drittel Damage bekommen. Global Science. Oh, wurde defensiv benutzt, damit der Kerst nicht reingeht. Das bedeutet aber einen freien Roshan für Bone Doctors. Razor guckt hier nochmal kurz vorbei, muss hier aber allerdings auf jeden Fall aufpassen, denn Abyssal Blade ist in 15 Sekunden wieder da. Und das kann übel laufen. Prophet guckt hier, dass er unten den Tau bekommt. Sollte er bekommen. TPs kommen aber zu spät. Je nachdem, was es ist. Ach, nee. Aber auch selbst der CK Stun sollte da nicht schnell genug gewesen sein. Sie haben halt keinen Instant Stun. Dementsprechend ist der Prophet da weg. Außerdem haben sie halt das TP halt nicht gesehen. Ich habe es halt auf der Karte gesehen, ja. Aber sie halt nicht, von daher haben sie nur irgendwann einen Prophet gesehen. Ja, Tower ist under Attack und da war der Tower schon fast tot. Schnelles TP, aber noch schneller executed das Snipe vom Nexus Prophet hier. Ist meiner Meinung nach auch der die Vic gerade so richtig im Spiel hält. Der ja derjenige ist, der das Spiel verlängert. Clan CK ist hier extrem eklig, aber Nexus Prophet lässt es halt nicht zu Kills kommen. Nicht zu Fights kommen. Und das hält die gerade im Spiel. Sie versuchen jetzt hier die Mitte zu forcen. Ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Mit Razor Nexus Prophet allerdings unten, glaube ich, dass das ein Trade werden könnte, wenn überhaupt. Oder sie sagen halt, CK geht rein. Und sie versuchen das halt ganz schnell zu machen. Ja, wen sollten sie? Irgendjemanden sollten sie auf jeden Fall runterschicken. Weil hier verlieren sie Rex und auf jeden Fall, wenn sogar nicht mehr. Ist jetzt hier zu GG Push? Nee. Sie pingen jetzt zurück, allerdings viel zu spät. Okay. Krasse Missentscheidung hier von Bone Doctors, hier mit den beiden Supports zurückzugehen, die noch nicht mal eine Chance haben dagegen. Wenn nämlich jetzt die beiden zurücktippen, war das prinzipiell eine Rex für nichts. Jedoch krasse Gegenentscheidung. Krasse Fehlentscheidung. Bone Doctors hätten da entweder früher zurücktippen können oder sie hätten aber auch einfach. Phantasm? Phantasm? Okay. Phantasm. Macht jetzt das Phantasm an. War zu spät. Okay, der Gyrocopter geht mal zurück. Buyback, instant Buyback. Ah. Chaos Knight muss hier aufpassen. Hat nicht die Aegis. Die Aegis hat die Viper. Und nächstes Buyback. Triple Buyback hier von Vic. Aber sie haben die Rex. Wenn sie es hier halten können, haben sie auf jeden Fall einen Vorteil. Chaos Knight geht hier down. Ist alleine. Wo ist sein Team? Warum geht er da hin ohne das Team? Schlecht gemacht. Und jetzt ist natürlich Vic da. Sollte komplett abclean. Allerdings Fischer nicht ready. Oh. Und sie kriegen den Razor tatsächlich. Himmersort TP'd hier weg. Viper kann dagegen nichts machen. Stirbt hier auch. 2 zu 3 plus 3 Buyback Trade. Aber es sind Rex. Und gegen Prophet ist der Rex, glaube ich, mehr wert als diese paar Buybacks. Also da haben Bone Doctors krasse Fehlentscheidung gemacht, hier mit die zwei Supports zurück zu TP'en. Und prinzipiell einfach nur zwei Supports zurücklassen. Und der Rest hatte dann keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Und richtige Entscheidung. Vic pusht hier durch die Mitte. Buyback auf Viper sollte vorhanden sein. Why? Was? Nee. Ja, können wir einfach gucken. Buyback startet bei B, ne? Nee. I, stimmt, okay. Ja, beides Buyback vorhanden. Werden sie, glaube ich, auch brauchen. Hier stimmt auf jeden Fall der Tower. Und jetzt Triple Buyback. Wo sind die TPs? TP ist keine vorhanden.
Initiation ist für Bone Rocks nicht vorhanden, dementsprechend Doppelbuyback geforst und raus. Und wieder. Bone Rocks kommen nicht hinterher. War halt wieder das Problem, Doppelbuyback, ja, vielleicht hätten wir noch einen direkt machen können und gucken, was passiert. Nämlich da einer weggelaufen ist, hätte zumindest das CK sich das ersparen können. Allerdings hätte CK auch schon alle Items. Von daher hätte CK buybacken können und die Viper hätte vielleicht nicht buybacken müssen. Da wurden sie ein bisschen outplayed. Und ja, Bone Rocks versuchen es durch die Mitte wieder. Ja, ist eigentlich die richtige Entscheidung. Prinzipiell, Phantasm ist gleich wieder online, von daher können sie mit dem 3 Buybacks, die fehlen, eigentlich einfach durch die Mitte pushen und das Ding jetzt beenden. Das Problem ist, erstens natürlich ein Profit, zweitens, die Supports sind nicht da. Sie sind hier zu viert, Putin kann eigentlich nichts machen, sollte vom Profit gesolot werden. Okay, TP kommt jetzt und kriegen ihn nicht tot. Sehr, 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 sehr knapp, 100 HP oder so. Mitte ist jetzt gefallen, das Problem ist Chaos Knight. Wenn er jetzt stirbt, hat er keinen Buyback. Das ist richtig übel. Witch Doctor Ulti sitzt super. Allerdings jetzt der Silence. Schöner Dodge hier, aber stirbt trotzdem noch am Tower. 400 Gold und das könnte das Ende für die Bone Doctors gewesen sein. Zwei Kills für den Witch Doctor auch noch. Auch wieder das TP, das zurückgekommen ist, um den Nature's Prophet vielleicht zu snipen, während der Rest in der gegnerischen Basis stirbt. Ist wieder eine krasse strategische Fehlentscheidung gewesen, wo ich habe das Gefühl, Bone Doctors jetzt das Spiel verloren haben. Weil kein Buyback auf dem CK und der CK ist gerade doch das Einzige, was sie auf dem Spiel hält. Die haben auch nicht wirklich Anti-Push, besonders wenn das Chakram nicht bis zu Creefave geht. Da könnten sie auf jeden Fall die Rex verlieren. Das sind dann schon zwei, 2 Lanes of Rex, die dann down sind. Gegen Nature's Prophet sollte das sehr schwierig werden. Andererseits mit einem Phantasm CK können sie das Spiel schnell beenden, wenn sie es denn mal wollen. Und nicht in halber, auf halber Höhe halt einfach die Hälfte vom Team zurück tippiert. Muss man gucken, ob da hier Bonnock das noch hat. Andererseits jetzt hier Razor. Könnte Problem haben. Hat kein BKB, ist noch nicht ganz auf Cooldown. Macht hier BKB an. Er kommt noch weg. Ja, Gyro kriegen sie doch hier. 100 Sekunden tot. Das könnte jetzt vielleicht wieder der Q sein, um die Mitte zu gehen. Prophet ist. Razor ist jetzt da. Versuchen halt unbedingt die Mini-Rex damit down zu bekommen. Kriegen sie hier auch tot. Bonk. Und den Prophet auch noch. 100 Sekunden. Kein. Bei. Back. Buyback-Status komplett null. Und dann. Da könnte jetzt wiederum das von Vic gewesen sein, die jetzt hier overcommitted haben. Muss man sehen. Bone Rocks müssen jetzt auf jeden Fall pushen. Sehen hier, die Viper pusht. CK ist gleich wieder da. Könnte eventuell genug Geld haben für Boots of Travel. Ja, wird das Midas verkaufen und einfach straight in die Mitte DP'en. Mit Mega Creeps ist es ja doch relativ schwierig, die Lane, die Creepwave abzuhalten, bevor sie da sind. Sollten sie auf jeden Fall jetzt aufs CG gehen, das Spiel beenden, wenn sie es noch können. 50 Sekunden ist mehr als genug Zeit, im Phantasm da auf jeden Fall das Tor zu bekommen. Allerdings, die Supports sind immer noch nicht dabei. Klar, die Supports sind nicht so wirklich nötig, aber, ein laufender CK verschwendet hier sehr, sehr viel Zeit. Boots of Travel und ab dafür. Können auch hier vielleicht ein paar Gebäude wegmachen, damit die Creeps auf die Tower schießen. Versuchen hier zu zweit irgendwas zu machen. Das Problem ist, der Damage CK läuft halt immer noch zu Fuß. Dafür sind Boots of Travel da. Und es könnte sein, dass tatsächlich dann Vic schon wieder da sind. Und wenn sie das nochmal so aus der Hand gegeben, jetzt hier mit Phantasm geht es auf die Tower. Das wird sehr, sehr knapp. Reef ist noch da. 17 Sekunden für Gyrocopter. Das wird sehr, sehr, sehr knapp. Timbersaw hat natürlich relativ wenig Damage und versucht hier noch ein bisschen die Leute abzuhalten, von nicht reinzugehen. Hat ja auch das BKB und versucht die Leute abzuhalten. Das Phantasm könnte reichen. Das wird sehr, sehr, sehr knapp. Fischer ist da, um die Leute aufzuhalten. Die Creepwave wird aggro, verliert es wieder. Und das könnte das, sollte das GG sein. Echo Slam, können sie es aufhalten? Das wird sehr, sehr, sehr knapp. Global Silence ist da, der Damage reicht nicht ganz. Kriegen sie den CK down? Kriegen sie ihn auch? 200 Leben, 160, 150? Oh, 60 Leben. Was? Boots of Travel. Boots of Travel auf dem CK, hätte das gepasst. Oh, der letzte Tick auch noch vom Silence, der tötete Witch Doctor. Was ein knappes Spiel hier. Roshan in 2 Minuten. 4 zu 0 hier getradet, klar. Oh, das ist bitter, das ist bitter. Das, was der jetzt, was Bone Rocks nicht machen dürfen, ist overconfident werden und irgendwie mit Boots of Travel hier reinzugehen und dann das Spiel so aufs Start geben. Buyback ist hier halt auch nicht vorhanden. Hm.
Buyback of Timbersaw und ja, das könnte ein Problem werden, gelinde gesagt. Allerdings, der Thron steht offen. Wenn jetzt hier Bound Doctors was Gutes holen und hier ein paar Kills holen, könnte das so funktionieren. Andererseits, Jericho kommt das BKB an. Der Death Ward schießt, ist auch ein Agas Death Ward, macht extrem viel Damage. Allerdings, der Damage ist schon irgendwie da. Nature's Prophet kriegen sie down, aber ah, oh, da steht da noch ein Calldown. Buyback hat er. Und jetzt liegt es in Bone Doctors zu verhindern, dass hier der GG gemacht wird. Andererseits geht hier erstmal Mega Creeps sind jetzt auch da. Ich weiß nicht, ob Bone Doctors noch umgehen können. Sie haben einen relativ knappen Thron, aber ich glaube nicht. Fünf Leute am Leben, das sollte das GG sein. Was für ein Game. Was für ein Game. Heilige Scheiße. Doch noch relativ knapp. Timbersaw geht hier rein, aber ja. Weg geht auf den Thron, hat den Thron quasi tot. Noch schöne Fische, um hier zu blocken, dann kommen sie nicht raus. GG! Was ein Spiel. Ultra knapp, 60 HP. Schön gespielt hier von beiden Seiten, aber auch, muss man sagen, Throws von beiden Seiten. Und Bone Doctors haben dreimal nicht erkannt, dass das Spiel für sie gewonnen sein können, wenn sie auf den Thron gehen. Und haben dafür quasi bezahlt. Es war extremes Pech natürlich. 60 HP. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wie gesagt, Boots of Travel of Chaos Knight, der die Midas verkaufen könnte, hätte das Spiel gewonnen. Und auch, glaube ich, die zwei Engages am Anfang. Wenn man gesehen hätte, okay, ein Prophet kann zwei Rex holen, aber wir können den Thron holen. Besonders nach den drei Buybacks. Hätte das Spiel durchaus gewonnen werden können. Aber naja, Vic haben auch ein paar Mal gethrowt, von daher von beiden Seiten nicht so optimal gespielt. Aber verdient hier von Vic gewonnen. Auf jeden Fall wegen dem Nature's Prophet, der sich die Seele aus dem Leib gesplitpusht hat. Und ja, meiner Meinung nach dadurch das Rätschen an der Waage war. Gut, wir schauen mal Spiel 2. Ich weiß nicht, Vic Lesuk waren es. Okay. Spiel 2, ob da noch was passiert. Oder ob es nicht ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber gut, mal schauen, was hier noch so passiert. Ich lasse den Stream mal offen. Vielleicht passiert noch was, vielleicht nicht. Und es sollte auf jeden Fall noch irgendwas passieren. Das war jetzt Gigabyte Cup. Join Dota wäre eventuell noch ein Star Cup. Star Cup Leaks. SCL, Star Cloud League. Sollte eventuell auch noch gleich sein. Von daher, stay tuned!